Grüß euch, ich bin der Daniel. Ich bin stellvertretender Betriebsleiter am Stubaier Gletscher von der Abteilung Sesselbahn. Bin mittlerweile schon 10 Jahre da. Habe eigentlich als Stationsbediensteter angefangen. Habe dann nach eineinhalb Jahren im Maschinisten gemacht. Und vor 4 Jahren hat man mich dann gefragt, ob ich wieder Betriebsleiter machen möchte. Mir taugt es einfach, dass ich da oben arbeiten kann, auf einem Berg, in der Natur. Ich mag die Leute, ich mag die Gäste. Mir gefallen andere Abteilungen genauso gut, aber ich finde einfach, die Sesselbahn hat vor allem etwas. Man ist draußen, man hat viel Technik, man hat genauso viel Revisionsarbeiten und das Ganze. Ich finde, das hat vor allem etwas und das ist gut. Servus, ich bin der Wendler Michael, bin seit 2019 am Stubaier Gletscher. Ich bin bei der Abteilung Schlepplift und heute für die Downshorte für den Einstieg zuständig, dass da alles reibungslos anläuft. Man ist den ganzen Tag in der Natur draußen. Zusammenarbeit ist toll. Und auch mir gefällt, dass man da auch wirklich nur einen Kontakt zu den Leuten hat. Das ist einfach ein Traum. Du, wir haben an der Schalter eine technische Störung. Wir wissen nicht genau, was ist. Kannst du bitte einen Elektriker vorbeischicken? Servus Auto. Was ist denn los? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, oder? Ja, hallo, ich bin der Arthur, arbeite als Elektriker und IT-Ler am Stubaier Gletscher und bin seit 7 Jahren im Betrieb. Es ist jeden Tag was Neues. Jeden Tag muss man sich anpassen, dass alles reibungslos funktioniert, weil wir auch an verschiedene Standorte hin müssen. Und dann schauen wir, dass wir am sehr kollegialen am Weg sind. Ich bin die Caro Mare. Ich bin da am Stubaier Gletscher bei der Pista umgestellt, hauptsächlich im Winter im Rettungsdienst. Bin mit dem Pistenbulli unterwegs. Jetzt im Frühjahr sind wir mit Fliesarbeiten beschäftigt, also den ganzen Gletscherschutz. Was macht es besonders? Also das Wetter ist auf alle Fälle ein Faktor. Also wenn es jetzt über Nacht viel Neuschnee gegeben hat, dann sind natürlich unsere Nachtfahrer erst einmal gefordert, die in der Früh dann noch bis fast vor Schiebetriebbeginn präparieren. Und die Taugmannschaft, die dann kommt, die ist dann auch gleich einmal mit den Pistenbullis auf dem Weg, richtet die Liftspuren her, die Einstiege her. Unsere Lawinenkommission kontrolliert die ganzen Skirouten, die Pisten, dass wir da nicht irgendwo ein Gefährdungslager haben. Seilbahntechniker war schon immer ein Traumberuf. Und ich bin ehrlich, seitdem ich hier bin, ich bin wirklich stolz da, arbeiten zu dürfen am Stubaier Gletscher. Man hat ein super Arbeitsverhältnis. Die Abwechslung zwischen Arbeit mit den Menschen, den Gästen, dass man einfach sehr viel Technisches lernt und auch viel mit der Technik arbeitet. Und auch diese Atmosphäre hier am Gletscher, die Berge, die Luft, die Kälte und die Wetterverhältnisse machen den Beruf wirklich so speziell. Ja, ich bin davor 6 Jahre eben bei der Piste gewesen. Es ist bei uns unten in der Straße, ist man so flexibel auch für die Arbeitszeiten und man kann sich das Berg einteilen. Weil wir ganz brutal viele Stationen haben, gell, von der Schneeräumung bis Lawinenkommission, das Einparken der Autos und das Skibussystem zu organisieren. Es ist ein sehr sozialer Betrieb, man braucht kein Auto. Wir haben ein Mittagessen, eine abwechslungsreiche Arbeit, gell, alleweil im Freien, nette Leute, das ist eigentlich das Wichtigste.